Seit der Geburtsstunde des Radios vor mehr als einem Jahrhundert ist die elektromagnetische Strahlenbelastung, der Mensch und Umwelt ausgesetzt sind, kontinuierlich gestiegen. Ein dramatisch hoher Anteil fällt der seit 1992 eingeführten und in Europa mittlerweile mehr oder weniger flächendeckend verfügbaren Mobilfunktechnologie zu. Die, so vermuten zahllose Studien und die Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e.V., als Auslöser für eine Vielzahl von Krankheiten fungieren kann. Von Schlafstörungen bis hin zur Tumorbildung. Es geht aber auch ganz ohne Strahlenbelastung, meint der Wissenschaftler Hartmut Müller. Diese Möglichkeit besteht jetzt schon. Allerdings ist die theoretische Grundlage dafür noch nicht so populär, dass sie von den Herstellern und von akademischen Kreisen auch nachvollzogen werden kann. Seine GCOM-Technologie nützt eine ohnehin bereits in der Natur vorhandene physikalische Erscheinung, nämlich eine stehende Gravitationswelle. Das sind Druckwellen, Kompressionswellen. Und zwar Kompressionswellen im Raum der Maßstäbe, also die über viele Maßstäbe hinweggehen, von den kleinsten bis zu den größten. Bemerkenswert an der GCOM-Technologie ist nicht nur der Wegfall jeglicher Strahlenbelastung. Da die stehende Gravitationswelle das gesamte Sonnensystem durchdringt, funktioniert GCOM auch unter Wasser und unter der Erdoberfläche, in Nullzeit. Diese Gravitationstelefonie würde sich weitestgehend prinzipiell von der herkömmlichen Technologie dadurch unterscheiden, dass keine Trägerwellen erzeugt werden. Dadurch kommen wir auch in einen ganz anderen energetischen Bereich hinein. Es wird weitaus weniger Energie benötigt, um diese Telekommunikation stattfinden zu lassen. Und so gesehen wären im Prinzip schon Sendemasten überflüssig. Der Beweis für die Reife der GCOM-Technologie wurde im Jahr 2001 bei den IT-Tagen im bayerischen Bad Tölz angetreten. Und zwar durch eine Gesprächsverbindung mit der Universität in St. Petersburg. So, dann werde ich mal sehen, ob hier ein Signal, ob die Resonanzverbindung schon stattfindet. Ja, gut. So, damit auch jeder sieht, dass wir also hier nichts damit machen. Rudolf? Nein. Du hörst mich jetzt einigermaßen, ja? Ja, ich höre alles. Nur warte mal. Die GCOM-Technologie auf dem Entwicklungsstand, den wir jetzt haben, wurde durch vereinte Kräfte von Mathematikern und Physikern entwickelt. Wir möchten, und das ist unser Hauptanliegen, dass diese Technologie halt so schnell wie möglich allen zugänglich wird und ja, dass man das GCOM-Handy oder eben das Bio-Handy im Supermarkt dann auch kaufen kann. Der Denkansatz aber, dem die GCOM-Technologie folgt, widerspricht dem klassischen Geschäftsmodell der Mobilfunkbetreiber. Da GCOM-Handys eine Direktverbindung zwischen den einzelnen Geräten aufbauen, gibt es auch keinen zentralen Anbieter, über dessen bezahltes Sendenetz der Kontakt läuft. Eine Tatsache, durch die die Einführung der GCOM-Technologie nicht gerade erleichtert wird, trotz ihrer Vorzüge.